Moin moin und hallo, liebe Mystery Freaks. Wir begeben uns wieder auf die Reise und analysieren unsere Traumorte und Zeiten. Der Buchstabe G ist nun dran. Worauf warten wir also noch? Nichts wie zugehört. Auf also zu neuen Interpretationsansätzen im Bereich der Traumdeutung. Bis hierhin haben wir uns ein gutes, robustes Fundament aufgebaut. Wenn wir den siebten Buchstaben des Alphabets, das G, begutachtet haben, sind gut ein Viertel der Strecke bereits geschafft, was diese Hörberichtsserie angeht. Der heutige Buchstabe beherbergt freudige, wie auch bedrohliche Traumorte und Zeiten. Einige von ihnen habt ihr sicherlich im Traum schon mal erlebt. Und vielleicht kommt nun die eigentliche Bewandtnis dahinter zum Vorschein. Lasst uns nun anfangen. Der Garten. Ein alter Traumort. Wenn der Mensch einen zu stupiden Alltag nachgeht, kann dieser im Traum auftauchende Ruheort als Sehnsucht betrachtet werden. Im Garten begegnen sich die menschliche Seele und die urwüchsige Natur. Er stellt die Sehnsucht, wenn nicht starkes Verlangen nach Nachwuchs und oder befriedigendes Liebesleben dar. Es ist der Ort der gepflegten, beherrschten Natur. Der Zustand des Gartens, gerade die vorkommenden Gewächse in ihrer Erscheinungsform, spiegeln unser Inneres auf diesen Bezug wider. Wenn wir im Schlaf den Garten aufsuchen, flüchten wir aus der Enge des Alltags. Grundsätzlich findet man hier Schutz und Erholung. Das Gleis. Dieses Traumsymbol ist ähnlich zu verstehen wie das der Einbahnstraße. Nur dass sie nicht die Unabänderlichkeit einer Situation darstellt, sondern die Angst, dass das eigene Verhalten zu eingleisig sein könnte. Dies kann auf die Persönlichkeitsentwicklung bezogen sein, aber auch Situationen in der Gegenwart, die einen zu dogmatisch erscheinen. Starrheit in der Angewohnheit. Veränderte Herangehensweisen werden von einem selbst erwartet, was belastend im Unterbewusstsein wirkt. Wenn das Gleis verschwindet oder sein Zustand schlecht ist, sollte die eingefahrene Haltung überdacht werden. Der Geburtstag. Ein durchweg positives Traumsymbol. Der Tag, an dem die Geburt eines Menschen gefeiert wird, ist ein erfüllter Zeitpunkt. Im Traum könnten Wünsche in Erfüllung gehen. Personen oder andere Lebewesen können im positiven Sinne auftauchen. Diese können in der Gegenwart verstorben sein, tauchen aber zu diesem Anlass auf. Überreichte Geschenke symbolisieren Charaktereigenschaften des Träumers oder typische Eigenschaften der anwesenden Schenkenden. Mehr Aufschluss hinter dieser Traumzeit bringt die Details über das erreichte Alter, die auftauchenden Personen und Geschenke und an welchem Ort die Feier stattfindet. Dies alles zusammen spiegelt ein Resümee einer Momentaufnahme wider, die uns zeigt, wie lieb und teuer uns das alles ist oder war. Das ganze Szenario läuft in der Regel darauf hinaus, dass die persönliche Existenz oder die von jemand anderes gefeiert wird. Der Gefeierte ist das eigentliche Geschenk. Es wird ausgiebig gefeiert. Es werden intensive Gefühle empfunden, welche wichtig sind, um die genaueren Hintergründe nach dem Erwachen zu verstehen. Das Gericht. Hast du ein schlechtes Gewissen? Wer in der Welt der Träume vor Gericht angeklagt wird, sollte sich in diesem Hinblick hinterfragen. Wann hätte man zuletzt gerecht handeln können? Hat jemand arg unter einer unbedachten Handlung gelitten? Das Gericht verlangt einem einen innerlichen Kampf ab. Man möchte es immer richtig machen, handelt aber im Alltag nur nach seinen Vorteilen, wo andere Personen den Nachteil daraus ziehen. Eine Neuausrichtung oder mehr Empathie im entscheidenden Moment hilft. Wenn jemand anderes vor Gericht Rede und Antwort stehen muss, liegt Eskalation in der Luft. Sie selbst klagen diese Person im Traum an. Antipathie wird empfunden. Wenn die Beweislage erdrückend wird, dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus für den Beschuldigten. Dann kommt man bei gegebenen Umständen in das Gefängnis. Dieser Traumort symbolisiert das Gefühl der Einschränkung,
Man wünscht sich weitestgehende Unabhängigkeit in bestimmten Bereichen. Man benötigt mehr Platz zur Entfaltung. Interpretiert man dieses Traumbild für die Gegenwart, sind meist eine Beziehung oder ein Arbeitsverhältnis hierbei betroffen. Die Lichtverhältnisse, anzutreffende Personen oder Ausblick in die Freiheit geben noch mehr Anhaltspunkte diesbezüglich. Wird es Zeit für eine massive Änderung? Oder möchte man die bestehenden Defizite ansprechen? Hoffentlich hat euch dieser Hörbericht neue Erkenntnisse geliefert. Uns würde interessieren, ob ihr schon mal über Beschriebenen geträumt habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Mystery Facts Team.